Hallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, heute werden wir mal ein bisschen Baumaschinen-Action machen mit unseren schönen Iveco-Kranwagen und dem passenden Trailer dazu. Ach, ich finde solche speziellen Fahrzeugkombinationen absolut genial. Was denkt ihr? Wollt ihr sowas mehr sehen? Also nicht nur von der Mod-Community, sondern auch von STS? Dann schreibt es mal in die Kommentare oder gebt dem Video ein Däumchen. Wir sind heute in Westbalkan. Ich dachte mir, das Fahrzeug passt einfach super dazu, ne? Auch hier dieser Auflieger. Oh, ich liebe ihn. Ich glaube, da sind neue Versionen dazu gekommen. Wir haben hier einen schönen Volvo-Radbagger. Und ja, den kennt man irgendwie. So, hier mit diesen... Kann er sich so ein bisschen aufrichten. Ja, schönes Gefährt, muss ich wirklich sagen. Schöner Bagger. So, ich werde einfach mal einsteigen in unseren LKW. Schön mit Mirrorcams haben wir den heute. Und dann fahren wir einfach mal eine kleine Runde hier durch Westbalkan. Aber eins, was ich hier sehe bei den... Oh Gott. Anuschen. Ja, das läuft ja wieder wie ein Länderspiel sein, Freunde. Freunde... Ja, hier wird ja auch so gefahren. Was willst du machen? Im Westbalkan wird so gefahren. Ich wollte eigentlich auch mit dem Scania P mal eine Runde drehen. Der mit dem Kofferaufbau. Aber da sind irgendwie die Lenkräder weg. Ich weiß auch nicht. Vielleicht werden wir das separat nochmal in einem der weiteren Videos mal angucken. Oder wir haben uns das mal in einem Livestream angeschaut. Ja, gut. DB-Mod ist am Start. Wir sind auf meinem ganz normalen Standardprofil am Fahren. Und da fehlt ja gerade hier im Westbalkan ganz schön viel noch, ne? 153 Kilometer haben wir heute noch am. Ach ja. Haben wir noch richtig hier was zu tun hier? Meine Güte. Ach, ich mag diese Kombination. Es sieht einfach nur fantastico aus. Sehr, sehr, sehr schön. Ich mag das. Sehr, sehr schöner Mod mit diesem Iveco. Und da hat man auch wirklich Bock, mit dem Iveco unterwegs zu sein. Muss ich wirklich sagen. Ich habe jetzt richtig Lust, mit dem Iveco hier eine kleine Runde zu drehen. Wir können natürlich auch hier als Baufischfahrzeug mal unterwegs sein. Können wir alles machen. So, jetzt werden wir erstmal Tempomat reinmachen. Ist natürlich, glaube ich, ja, nicht das Original-Interieur, ne, von dem Iveco. Aber... Vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir irgendwann mal den neuen S-Way oder oh, wie auch immer die alle sind. Das ist ja die T-Way-Version. Dass wir das irgendwann mal auch original ins Spiel bekommen. Naja, warten wir mal ab. Ich glaube, die Spiegel sind falsch rum, ne? Die wir hier drin haben. Ich habe, glaube, die falsch rum drin. Den Zusatzspiegel hier oben, das müsste eigentlich auf der anderen Seite sein, ne? Naja, egal. Aber schön mit dem Kranwagen. Hat der eigentlich hier auch Stützen? Ja, der hat Stützen zum Aus. Hier unten. Er hat Stützen. Ja, das hat er. Ja, hätte mich schon gewundert, wenn er keine Stützen hätte, ne? Ui, vorsichtig. Aber ich finde auch die Anhängerkombination. Finde ich sehr super. Da werden wir wahrscheinlich mit unserem LKW auch mal mit der Wechselbrücke auch mal ein bisschen Spaß haben. Ah, so. Jetzt cruisen wir erstmal. Mensch, ich habe jetzt hier schon bald 111, 112 Mods mit am Start jetzt hier auf diesem Profil. Langsam wird es ein bisschen viel hier. Aber ich bin ganz normal Standard. Ich bin jetzt nicht auf der Mod-Map unterwegs. Ich dachte mir, komm, das geht auch einfach mal so. Ja, Promos können wir dann nach und nach mal wieder ein paar Mods aktivieren. Aber Zeitverzug in Abfahrtsplan. Ihr kennt das, ihr kennt. ja, so mal wieder das Gleiche. Ne? Ah, der Anhänger zieht gut rum. Ja. Eben auf der Fahrbahn. Aber man merkt, er will so ein bisschen gegenlenken. Bleiben wir mal auf der Fahrbahn, richtig. Ach, hier durch den Westbalkan, das ist immer wieder eine Augenweide. Wir sind ja in Deutschland, habe ich ja, wenn ich jetzt auf die Karte gehe, ihr seht bei Deutschland 100%, ja, Albanien fehlt noch viel, aber im Großteil sind wir bei
100%. Slowenien muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, aber das kriegen wir alles hin. Ja, das machen wir alles. Vielleicht auch mal im Livestream, aber diese Woche wird nicht viel. Also, wenn ihr dieses Video seht, kann sein, dass ich heute dann nochmal einen Livestream mache. Aber dann eher so, entweder kommt was Spontanes oder ich mache da was anderes. Wäre eine Runde Assassin's Creed, ja. Also es kann durchaus sein, dass es in die Richtung geht. Ja, ein bisschen langsamer fahren. Habe jetzt auch mal hier vorne hier so ein Kompass reingemacht. Oh, uiuiuiui. Ja, muss ein bisschen aufpassen. Er hat natürlich einen ganz anderen Schwerpunkt. Ach so, Spezialfahrzeuge, das ist einfach meins. Schön spezial. Specialist. Jetzt ab auf die Autobahn, Tempomat rein, aber wir haben jetzt noch 90 Kilometer. Läuft. Ja, nicht mehr lange. Diesen Monat sieht es ja eigentlich auch noch ein bisschen gar nicht so interessant aus für mich jetzt auf meinem Kanal, was man da an Games zeigen kann. Aber nächsten Monat wahrscheinlich doch ein bisschen mehr. Naja, ich habe mir so viel vorgenommen noch, aber irgendwie komme ich zu nichts. Schlimmbengel. Ja. Diese Woche ist quasi bei dem Brückentag meine Tochter dann ab dem Mittwoch bei mir bis Sonntag. Dadurch kann ich da jetzt auch Livestreamen. Aber wenn sie irgendwann mal älter ist, dann kann ich da auch mal Livestream machen. Bin selber beschäftigt. Abend mal unter der Woche mal ein Streamchen machen. Aber so, ach, ist auch mal ganz gut. Denn komm. Ja, ganz ehrlich, immer nur hinterm Rechner sitzen. Ja. Jetzt auch dieses Video, was ich jetzt hier am 29.09. Ey, wenn ihr das seht, da haben wir schon. Oh, was haben wir denn? Denn haben wir schon den 1. Oktober. Ich habe jetzt gerade auf dem Kalender geguckt. Der 1. Oktober ist das, wenn ihr dieses Video seht. Und ja, wo ist die Zeit geblieben? Das ist so wahnsinnig. 2,5 Monaten ist Weihnachten, ne? Steht der Weihnachtsmann vor der Tür, so ungefähr. So, Traffic habe ich auf 1, weil ich hier den DB-Traffic drin hatte und oder habe. Möchte das eigentlich hier eher so ein bisschen entspannt laufen lassen. Ich habe hier auch wieder diesen Emergency-Mod. Oh. So, da bin ich wieder. Ja, das Spiel hat wohl einen kleinen Absturz gehabt. Wer weiß, was da das Problem war. Ja, vielleicht liegt das an irgendwie DB-Mod. Ich weiß nicht, ich habe auch nicht in die Logdatei reingeguckt, muss ich auch wieder sagen. Das machen wir, oder das haben wir wahrscheinlich in einem anderen Bereich gemacht. Ja, ist ja egal. So, wir cruisen erstmal weiter. Ach so, hier diesen Emergency-Mod habe ich ja auch noch drin, der uns hier Polizeifahrzeuge bietet und Krankenwagen, Feuerwehr, die hier mit Blaulicht rumfahren. Ist mir aber noch nichts aufgefallen. Hier in der Vorab, sag ich mal, Aufnahme habe ich mir da ein bisschen was angeguckt. Da habe ich eine Feuerwehr gesehen, die rumgefahren ist, aber ja. Hier lang. Komm, 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 Baby. Vielleicht wieder ein bisschen bewölkter. Oh, sieht das schön aus hier. Herrlich. Wo ist die Sonne? Aber ihr habt wenigstens nicht mitgekriegt, dass. Ach, ey. Ich habe hier so einen kleinen Iveco-LKW reingestellt. Hier so einen ganz kleinen Wackel-LKW. Ja, ich sage mal ganz ehrlich, also. Ich bin hier sehr, sehr selten irgendwie unterwegs mit einem Iveco-LKW. Außer wenn jetzt hier irgendwas Besonderes jetzt sich hier vom Spiel gezeigt wird, ne? Also, oder wenn die Mod-Community irgendwas Schönes baut, dann bin ich wirklich dann auch mal bereit, mit so pack mal eine Runde zu drehen. Ist jetzt nicht das schönste Innenraumdesign, aber ah, es geht. Es geht, ne? Könnte schlimmer sein. Hier durfte ich nur 50 fahren.
Aha. Na gut, dann ist das halt so. Jetzt könnte ich schneller fahren. Um 70. Die letzten Kilometer noch. Gehen wir mal raus. Gucken uns mal die Kombo an. Ah, das sieht einfach nur schön aus. Gerade so mit dem Bagger, mit den Rot und Gelb. Sieht das echt sehr, sehr schicki aus. Gefällt mir. Also da werde ich bestimmt noch den einen oder anderen Part davon machen. Euch das hier zeigen. Für die 1.51 natürlich. Oh, die anderen mal ein bisschen erschrecken hier. Wenn ich hier von außen fahre. Dann bleibt der Maximus nicht richtig auf der Spur, ne? Ich sag einfach mal, der LKW ist dran schuld. Na, ihr kennt das. Alle anderen sind schuld. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, war bei der Mischer, ging da eigentlich die Tonne eigentlich? Also das Mischdingsbums da hinten drauf? Ich weiß es gar nicht. Achso, ich wollte ja eigentlich mit der P-Version eine Runde drehen. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal gesagt. Aber da fehlt immer das Lenkrad. Für den Kastenwagen oder für den, der so einen Container drauf hat. Genau, oder Bauschuttcontainer. Da fehlt mir dann immer das Lenkrad. Ich weiß auch nicht warum. Finde ich irgendwie ein bisschen, ja, schade. Ja, aber geht ja nicht anders. So, dann lass uns mal hier rumfahren. Über diese Brücke, wo auch immer wir jetzt rüberfahren. Über was für einen Fluss. Das sieht schon herrlich aus. Och, mehr von solchen Fahrzeugen. Einfach nur fein. Ach, hier, diese Stadt hier. Wird noch alles aufgebaut. Wir müssen jetzt gleich hier abfahren. Ja, Sonntag, ich hoffe ja. Und da würde ich mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn ihr mir Bescheid sagt und sagt, hey Maximus, Truck SMP funktioniert wieder. Dann würde ich mich auf jeden Fall freuen. Dann könnten wir nämlich am Sonntag wieder Truck SMP fahren. Das wäre total nice. Ja, und wenn das alles geht, dann werden wir auch Truck SMP wieder Pro-Mods fahren und sowas alles. Das machen wir dann alles. Konvoi will ich eher mit anderen Mods mal ausprobieren. Gucken wir. Was? Ne. Und gleich abfahren hier. Ah, hier fehlen die Leute. Ah, hier sitzen da doch welche. An der Bushaltestelle. Boah, guckt euch mal die ganzen Gebäude da hinten an, ey. Ja, komm, machen wir mal ein Foto hier. Hier die alten Plattenbauten, aber die haben auf jeden Fall regelmäßig irgendwo Klimaanlagen. Ja. Na gut, dann komm. Ups, Bäume. Zum Glück kam keiner von vorne. Er hört sich schon ein bisschen kaputt an, ne, der LKW. Ach, gucke hier, das hässliche Entlein. Dieses Jahr sind wir mit dem schon gefahren, ne? Also. Ich musste ausweichen, da war ein Loch in der Straße. Vielleicht sollte ich mal machen, dass, wenn man nach links oder rechts guckt, dann einfach nur dieses schnell, bumm, und dann wieder zurück. War ich aber vorsichtig, oder? Seid ihr gar nicht gewohnt, dass ich hier so schön auf entspannt runterfahre. Ja, ist ja auch der passende LKW hier. Für ein bisschen entspannt. Für ein bisschen Entspanntheit. Oh.
gucke auch genau immer in den Spiegel rein, wie der das alles, gut läuft. Aber das mit dem Spiegel hier vorne, das irritiert mich so ein bisschen. Habe ich jetzt richtig erfahren? Ja. Manchmal zeigen die auch Wege an, doch nicht so korrekten Wege sind, also die auch ein bisschen abseits gelegen sind und ja. Aber wir fahren auf jeden Fall zu einer Firma, die hier schon noch nicht abgefahren sind. Also jetzt sieht ja hier aus, ey, was sag mal, was, Frau Witzler, was ist denn hier los? Er lässt mich. Ey, sage mal, wo sind wir denn hier gelandet? Das gefällt mir. Sich jetzt hier in so einer. Ah. Fein, fein, fein. So. Würde ich sagen, stellen wir den einfach mal hier vorne ab. Bagger. Und mal gucken, was wir diese Tage noch alles so erwarten können. Meine Güte. Falsche Fahne. Was wir von SCS noch so erwarten können diese Woche. Bezüglich von. Ach komm. Was wir da vielleicht nur erwarten können, was sie an News uns für die 1,52 anbieten werden. Ja, also, mir hat es richtig viel Spaß gemacht und vielleicht werden wir diese Combo oder so eine ähnliche Combo nochmal sehen. Für diese Woche, mir hat es, wie gesagt, Laune gemacht. Lasst ein Däumchen da, es wird diese Woche noch einige schöne Videos geben. Und mit diesen Worten mache ich einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut, bye bye.